Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind heute Nachmittag 2 Personen getötet und 7 weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen von Welt soll es sich um einen 33-jährigen Mann palästinensischer Herkunft handeln. Der Mann soll mehrfach wegen Sexual- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sein und sich noch bis vor einer Woche in Untersuchungshaft befunden haben. So die Informationen meiner Weltkollegen, bestätigt von der Polizei, ist das Ganze noch nicht. Uns erreichen Live-Bilder von diesem Bahnhof in Brokstedt in Schleswig-Holstein. Und bevor wir dorthin sehen, haben wir einige Augenzeugen, die uns schildern, was passiert ist. Alle Leute in dem Zug rannten raus. Ich war in der ersten Klasse und die Leute, die bei mir saßen, die rannten alle raus. Dann bin ich rausgerannt und da waren überall Blutspuren, den ganzen Zug entlang. Meine Tochter hat mich angerufen zu Hause und hat geschrien, dass sie aus dem Zug raus mussten, weil da jemand amok gelaufen ist, der wahllos auf Menschen eingestochen hat. Und mehr weiß ich auch nicht. Meine Tochter, wie gesagt, nehme ich jetzt mit nach Hause, die habe ich noch nicht befragen können. Ich habe dann parallel mit Tochter gesprochen, Polizei angerufen von Pinneberg aus. Die haben mir gesagt, Einsatzkräfte sind unterwegs, sind auch schon welche vor Ort. Ja, und jetzt packe ich sie ein und fahre nach Hause, nehme noch jemanden mit, der auch in unsere Richtung muss, damit er nicht hier, ja, hier fährt ja keine Bahn im Moment mehr in Richtung Pinneberg, denke ich mal, Richtung Hamburg. Also ja, mehr weiß ich auch nicht. Zugeschaltet vom Tatort in Brokstedt ist mir jetzt Gerrit Schröder. Gerrit, hast du aktuelle Informationen zum Täter? Nein, zum Täter gibt es hier noch keine offiziellen Informationen. Neben mir steht aber der Sprecher der Bundespolizei. Könnten Sie uns ganz kurz schildern, was sind die Erkenntnisse bisher? Was ist genau passiert in dem Zug? Also bisher können wir sagen, dass gegen 14.55 Uhr die ersten Notrufe bei der Polizei eingingen von Zeugen und natürlich auch Geschädigten hier aus dem Zug. Der Täter wurde dann hier auf dem Bahnsteig in Brokstedt gestellt. Unter den Opfern befinden sich 2 tödlich verletzte Personen, 3 Schwerverletzte, 4 Leichtverletzte. Der Täter selbst ist mittelbeschwer verletzt und wird derzeit im Krankenhaus versorgt. Die Tat ist jetzt schon 4 Stunden her. Wie sind die Ermittlungen bisher abgelaufen? Was haben die Ermittler genau gemacht und wie geht's weiter? Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Das alles ist Arbeit der Kriminalpolizei und dazu gibt's noch keine Erkenntnisse. Gibt es Informationen zur Identität von Opfer und Tätern? Auch da kann ich Ihnen leider noch nichts sagen. Nein. Okay, vielen Dank. Soweit die Information hier von vor Ort vom Sprecher der Bundespolizei. Die Landespolizei ist hier auch da, die Kripo ist da, es sind Ermittler mit weißen Schutzanzügen hier am Bahnsteig gewesen, haben hier Spuren gesichert. Der Zug steht hier noch im Hintergrund und nun gehen die Ermittlungen im Hintergrund weiter, um Zeugen zu befragen, um herauszufinden, was ist hier genau passiert und was ist passiert, wie ist die Tat abgelaufen und das wird im Hintergrund ermittelt und genaue, konkrete Informationen erwarten wir erst später am Abend. Zum Tatort nach Brokstedt, Gerrit Schröder. Bei mir im Studio jetzt der Terrorismusexperte und Sicherheitsberater Malte Ruschinski. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also wir haben gerade Augenzeugen gehört im O-Ton und einer hat geschildert, dass die Tochter sagt, einer läuft amok. Kann man schon sagen, anhand der Informationen, die uns vorliegen, ob es hier sich um einen Amok-Anschlag oder um einen Terroranschlag handelt? Nun, rein vom Phänomen her, also von der Vorgehensweise, gibt es da ja keine Unterschiede. Das heißt, ein Mensch läuft mit einem Messer bewaffnet durch einen Zug und versucht offenkundig möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Das ist eine Amok-Tat. Die Frage ist jetzt, hat sie einen politischen Hintergrund oder einen religiösen Hintergrund? Oder liegt die Motivation im persönlichen Bereich des Täters? Das heißt, daran unterscheidet sich, ob wir hier von einem Terroranschlag reden können oder ob es quasi eine sozusagen Allgemeinkriminalität ist. Das ändert natürlich nichts am Ablauf, ändert nichts daran, dass es hier viele Verletzte gab, also substanziell, und 2 Tote. Aber ob jetzt hier die politische, religiöse Motivation in Richtung Terrorismus im Hintergrund stand, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Natürlich deuten ein paar Merkmale darauf hin, aber das muss sich nicht am Ende herausstellen. Was passiert jetzt im Hintergrund? Die Ermittlungen laufen wahrscheinlich, die Wohnung wird durchsucht, das soziale Umfeld des Täters wird untersucht, wahrscheinlich auch Handy und Laptop. Was ist jetzt besonders wichtig?
Also um zu ermitteln, ob es sich hier um einen terroristischen Anschlag handelt, müsste man jetzt nachweisen, dass sich der Täter in irgendeiner Weise radikalisiert hat in eine bestimmte Richtung. Also das kann man am Verlauf der von ihm genutzten Daten und Konversationen zum Beispiel in sozialen Medien sozusagen feststellen, beziehungsweise das wären Indizien dafür. Man wird natürlich das soziale Umfeld, wie Sie schon gesagt haben, auch ermitteln und befragen. Wie hat er sich verhalten? Hat er irgendwelche Äußerungen in der Vergangenheit getan, so eine Tat auszuführen? Oder war das hier eine spontane Entscheidung, die er vielleicht aus einer Situation heraus gemacht hat? Und was man natürlich auch schauen muss, ist, wer sind die Opfer gewesen? Das heißt, hat sich der Täter hier einen bestimmte Menschen ausgesucht? Also bestimmte Hautfarben oder bestimmtes Geschlecht. Was war sozusagen das Ziel des Täters hier? Was wollte er erreichen? War es vielleicht nur eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die dann eskaliert ist, wo der Täter dann sozusagen durchgedreht ist? All das sind mögliche Szenarien oder mögliche Erklärungen hierfür. Und was davon zutrifft, wissen wir jetzt noch nicht. Es gibt, wie gesagt, Informationen unserer Weltkollegen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Sie wollen erfahren haben, dass es sich um einen 33-jährigen Mann palästinensischer Herkunft handelt. Und er soll mehrfach wegen Sexual- und Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sein, bis noch vor einer Woche sich in Untersuchungshaft befunden haben. Deutet das eher darauf hin, dass es hier sich nicht um eine zumindest um eine signifikante psychische Erkrankung handelt, denn sonst wären hier wahrscheinlich weitere Maßnahmen in Kraft getreten, oder? Unklar. Also es gibt natürlich auch immer den Faktor Behördenversagen, dass sowas nicht erkannt wird, dass jemand vorzeitig zum Beispiel oder ungerechtfertigt aus der Haft entlassen wird oder aus der Untersuchungshaft. Ich gehe davon erstmal natürlich aus, dass das hier eine korrekte Entscheidung war, aber es ist so, dass das natürlich einerseits in Richtung Kriminalität gehen kann, diese Erklärung, wenn es sich hier um einen sozusagen vorbelasteten, mindestens vorbelasteten Menschen handelt, der eine Gewalthistorie hat. Es ist aber in der Vergangenheit auch schon immer wieder vorgekommen, dass gerade Täter, die aus einem kriminellen Umfeld kamen, dann später sich in Richtung Terrorismus radikalisiert haben. Also das ist auch eine Möglichkeit. Diese Wege haben wir in der Radikalisierungsforschung schon häufiger gesehen. Herr Roschinski, zum Schluss noch die Frage, das ist eine schreckliche Tat und man muss leider sagen, es kommt einfach zu solchen Taten. Es kam in der Vergangenheit auch häufiger zu Messerangriffen in Zügen. Wenn man merkt, okay, da passiert sowas, da passiert eine Tat, ein Mann sticht auf Menschen ein, wie verhalte ich mich? Das ist hier im Zug natürlich, in einem Zugabteil nochmal eine Sonderlage. Das heißt, hier hat man keine Möglichkeit zu fliehen. Denn das wäre das Erste, was man als Zeuge, als Betroffener versuchen sollte, dass man sich hier möglichst weit weg begibt. Das haben wohl auch einige Zugpassagiere gemacht, dass sie sich entfernt haben. Das ist auch das Beste, was man tun kann. Allerdings ist natürlich der Zug ein begrenzter Raum. Das heißt, man kann hier einfach rausspringen. Und dann wird es schon kritischer. Das heißt, hier muss man versuchen, dann sich zu verbarrikadieren in einem Abteil, dass der Täter dann isoliert ist. Und wenn es als letzter Schritt gar nicht mehr möglich ist, dem Täter auszuweichen, dann wird empfohlen, dass man also alle möglichen Gegenstände, Taschen, Laptops, Schuhe, Regenschirme etc. hier auf einen heranstürmenden Täter werfen soll, damit man den Tatablauf unterbricht oder zumindest verzögert. Das ist natürlich ein Hinweis, den man geben kann, wie sich Menschen in Panik verhalten, die einer solchen Situation gegenüberstehen. Das entscheidet sich dann immer erst in der Situation. Malte Roschinski, ganz herzlichen Dank bis hierhin am heutigen Abend zu diesem tödlichen Messerangriff in Schleswig-Holstein. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.